Jo, nach einem nervenaufreibenden Kampf geht's nun weiter. Immer noch im Dienste der Spezialeinheit natürlich. Seekatze, du hast deine erste Mission gut erfüllt. Mit dir haben wir eine wertvolle Verbündete gewonnen. Ich möchte mich bei allen bedanken. Ein kleines Mädchen hat mir erzählt, wie viel Gutes ihr getan habt. Ihr wart für die Stadt da, als ich es nicht war. Dankbarkeit erfährt ein Soldat nur selten. Bewahre dir die Erinnerung daran. Es gibt viele Zivilisten, die uns und die neue Regierung nicht unterstützen. Aber letztendlich müssen wir für das kämpfen, woran wir glauben. Seekatz, eine wichtige Militäroperation steht bevor. Ich hoffe, dass du uns dabei unterstützen wirst. Oh, neidisch. Zickenkrieg. Seewespe scheint etwas nicht zu passen. Ich wollte das schon länger fragen. Seewespe und Seekatze sind ja Codenamen, nicht? Also, wie heißt du wirklich? Ich bin nur, naja, neugierig. Ich bin durch und durch Soldaten. Seewespe ist der einzige Name, den ich brauche. Ich verstehe. Also gut, dann Seewespe. Also gut, ach so, alles gut dann, oder wie? Ich hab's falsch gelesen. Sie heißt Unika. Commander, bei allem Respekt. Unika, ich weiß, es war schwer, unter diesen besonderen Bedingungen aufzuwachsen. Aber ich hoffe, dass du lernst, mit Seekatze zusammenzuarbeiten. Ich bin sicher, dass ihr beide mich mit Stolz erfüllen werdet. Ja, Sir. Seekatze, das gilt auch für dich. Ich erwarte, dass du und Seewespe ein Vorbild für die ganze Truppe seid. Das ist alles für heute. Wegtreten. Seewespe heißt also eigentlich Unika. Das ist ein hübscher Name. Ja, Sir, los, Dusty, auf nach Hause. Fronturlaub! Aber nicht wieder irgendwelche Sachen fressen, dass deine Kräfte nicht mehr funktionieren, ne? Und so endete meine erste Mission als Seekatze, dem neuesten Mitglied der Spezialeinheit von Hexville, den Quallen. Sie waren für Hexville da, wenn ich es nicht war, und ich war dankbar, dass die Stadt sicherer wurde. Später erfuhr ich, dass Sicherheit teuer sein kann, aber das erzähle ich ein anderes Mal. Okay. Ah, wie praktisch, ich bin direkt hier. Nice. Die Arche inzwischen hier. Mhm. Keine neuen Dialogoptionen. Dann können wir eigentlich direkt weitermachen, ne? Würde ich sagen. Wupp. Klar. Ich sollte die Uniform anziehen. Ja, mach fertig. Tada. Cat, Seekatze hier. Ich komme auf Befehl des Commanders. Seekatze, du bist spät dran. Der Einsatz hat schon fast begonnen. Geh zur Kriegsschiffbrücke. Brücke, ja, schwieriges Wort. Stimmt, Yuri hatte etwas von einer wichtigen Militäroperation gesagt. Okay, ich beeile mich. Komm, Dusty. Seekatze, wir haben nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, dich ins Bild zu setzen. Die Quallen haben von ganz oben den Befehl erhalten, einen neuen Plan zu verfolgen und Nevi für Forschungen einzufangen. Und heute beginnen wir damit, diesen Plan umzusetzen. Nevi einfangen? Was soll mit ihnen passieren? Waren das die Befehle, die der verwundete Soldat gebracht hat? Seekatze, diese Befehle sind geheim. Halt deine Neugier im Zaum, Soldatin. Aber kann man die Nevi überhaupt fangen? Unsere geheimen Forschungslabore haben einen Sammler entwickelt, der die Nevi anlocken und einfangen kann. Dieser Einsatz dient auch als Test der neuen Technologie. Was danach mit den Nevi passiert, ist Geheimsache. Ja, ja, sie lieben ihre kleinen Geheimnisse. Sagen Sie mir nur eins, wird dieser Plan dabei helfen, die Sicherheit der Hexwills zu gewährleisten? Natürlich, und du bist für den Einsatz unverzichtbar. Du musst helfen, das Kriegsschiff zu seinem Ziel zu bringen. Und es absichern, während der Sammler seine Arbeit macht. In Ordnung, ich verstehe zwar nicht, was das alles soll, aber ich werde mein Bestes tun. Seekatze, es steht uns nicht zu, Befehle in Frage zu stellen. Es tut mir so leid. Seewespe, Seekatze, auf eure Position. Die Operation beginnt in Kürze. Permit? Oder Permit? Ich weiß nicht. Stromversorgung klar. Alle Stationen bereit. Lege die Flugroute fest. Oh, ich will die Schiffe nicht beschützen. Das Phantom der Tapferkeit, okay. Naja, egal. Ich frage mich, wozu sie die Nevi brauchen. Also man kann sie, glaube ich, so ein bisschen domestizieren, ne? Also, ja, okay, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber... Stachel 1 an Jelly Mama? Okay. Geile Codewörter. Definitiv. Echo hat ja so ein kleines Nevi als Haustier gehabt. Und das Nevi wollte sie dann ja so noch beschützen, bis ich es dann getötet habe, ja. Warum? Was ist passiert? Da war doch nichts. Was ist gerade passiert? Die Kommunikation mit Stachel 1 wurde unterbrochen. Commander, ich erhalte neue Informationen. Ein ungewöhnliches Gravitationsfeld wurde festgestellt. Ah, okay. Und es ist größer als alles, was wir je gesehen haben. Ein ungewöhnliches Gravitationsfeld? Danach sollten wir Ausschau halten, heißt das. Achso, heißt das? Ja, das ist genau das, worauf wir gewartet haben. Permit, wie weit sind wir vom Treffpunkt entfernt? Hey, ich will ja nicht stören, aber ein Pilot ist gerade abgestürzt. Ich werde nach ihm sehen. Seekatze, du hast keine Erlaubnis, deinen Posten zu verlassen. Die Mission hat Priorität. Was, wie bitte? Wie kann eine Mission wichtiger sein als ein Menschenleben? Die Mission ist für die Sicherheit der Stadt von entscheidender Bedeutung.
Es ist uns gelungen, den Ort eines Navy-Ausbruchs vorherzusagen. Noch so eine Chance bekommen wir vielleicht nicht. Sicherheit? Was ist mit der Sicherheit ihrer Männer? Ist die Mission es wert, dass sie sterben? Das ist doch verrückt. Ich verlange nicht, dass du das verstehst. Die Mission ist entscheidend für Hexfields Sicherheit. Ich habe dir einen Befehl gegeben, bleib auf deinem Posten. Ich werde diesen Piloten retten. Seekatze, zurück auf deinen Posten! Hup. Jetzt nicht, hat er noch irgendwie doch hinbekommen da, ne? So wie es aussieht. Hey, aus dem Schiff tropft was. Okay, wir fliegen gleich in die Luft, geil. Ist alles okay? Ja, ich lebe noch. Mein Kopf tut weh, aber ich glaube, es ist nur eine leichte Gehirnerschütterung. Der Motor wurde beim Abschuss beschädigt, er verliert Treibstoff. Das Zeug reagiert auf Gravitationsveränderungen, also ändere hier nicht die Schwerkraft. Nein! Ich will deine Kettenreaktion auslösen. Eine Kettenreaktion? Aber was soll ich tun, wenn ich die Schwerkraft nicht verändern darf? Lass mich das Leck reparieren. Wenn das erledigt ist, kann ich daran arbeiten, diesen Vogel wieder in die Luft zu bringen. In Ordnung, aber beeil dich lieber. Das war klar. Das war klar. Navy! Tja, der perfekte Zeitpunkt. Der ausredende Treibstoff muss die Navy anlocken. Seekatz, halte die Navy vom Schiff fern. Ich versuche, das Leck zu stopfen. Aber wie soll ich gegen sie kämpfen, ohne die Schwerkraft zu verändern? Ich tue mein Bestes, um dir Zeit zu verschaffen, aber beeil dich. Aus dem abgestürzten Schiff fließt Treibstoff. Veränderst du die Schwerkraft, löst es eventuell eine... Eventuell steht da nur, ne? Eine Explosionskette aus, die dich und den Piloten töten könnte. Setze deine Gravitationskräfte nicht ein, bis das Leck repariert ist. Ja. Nein, mein Controller geht leer. Warum? Auf damit. Oh, nice. Blup. Ich wollte sagen, das hat wahrscheinlich auch nicht wirklich was mit den, Dings zu tun. Mit der Zeit, sondern eher mit der Anzahl an Navy, die ich kaputt mache. Schusch. Komm. Das Problem ist... Ach, ich darf das gar nicht machen. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit, die Schwerkraft zu verändern. Ja. Also auch nicht gleiten. Also ich kann jetzt hier meine geilen Kack-Sprungkicks hier verwenden. Geil. Okay, das geht eigentlich sogar klar. Hallo? Och, komm. Lächerlich. Oh, Energie, nice. Hi. Fangen wir jetzt mal mit dem hier an. Nein! Ganz schön viel ausgehalten, der Sack. Warum? Schön Klöt weggetreten. Perfekt. Erstmal andere Schießdinge machen wir erstmal weg. Na, schon wieder zu früh ausgewichen. Die sind manchmal einfach zu langsam, die Gegner, ne? Das ist aber auch echt so Dark Souls-Phänomen auch, ne? Wenn die Gegner einfach zu langsam sind, dass das Ausweichen dann einfach schwieriger ist. So leicht versetzt. Seekatze, ich habe das Leck geflickt. Ich weiß, was ihr da gerade gelesen habt, ja. Puh, ich weiß nicht, wie lange das ohne Schwerkraftveränderung noch gut gegangen wäre. Oh, das lief doch eigentlich ganz gut. Danke für deine Hilfe. Sobald ich den Rest repariert habe, können wir zur Flotte zurückkehren. Wir müssen die Mission immer noch unterstützen. Moment mal, zurückkehren? Aber Jura hätte dich hier sterben lassen. Wie kannst du darüber nachdenken, zurückzukehren? Der Commander hatte seine Gründe. Jedes Mitglied der Qualen, das der Einheit würdig ist, würde mit Freude sein Leben für ihn geben. Oh, da kommt eine Meldung über Funk. Navy beim Kriegsschiff gesichtet, sie verhalten sich unnormal. Macht den Sammler fertig! Der Sammler reagiert nicht und entzieht dem Primärsystem Energie. Die Maschinen versagen. Was? Okay, das sieht auch nicht ganz stabil aus, was da gerade passiert. Feuer an der äußeren Hülle. Ich wiederhole, Feuer an der äußeren Hülle. Ich kümmere mich um die Brände. Moment, ich empfange Berichte, dass die Navy in der Stadt aufgetaucht sind. Es gibt einen massiven Ausbruch in Player Joyne. Sie haben Hilfe angefordert. Seewespe, die Zivilisten haben Vorrang. Beschütze Player Joyne. Aber Commander! Seewespe, das ist ein Befehl. Die Mission wurde geändert. Der Sammler funktioniert nicht. Unsere wichtigste Aufgabe ist jetzt, die Menschen zu schützen. Geh nach Player Joyne. Ja, Sir, ich bin auf dem Weg nach Player Joyne. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Das klingt nicht gut. Brände, die auf dem Kriegsschiff ausbrechen und Navy überall in Player Joyne? Hm? Seekatze, du musst das Kriegsschiff retten. Seewespe kann sich um Player Joyne kümmern. Ich bleibe hier und tue, was ich kann, um dieses Schiff wieder in die Luft zu bekommen. Okay.
Irgendwie als Taxifahrer eingestellt hier. So. Na, immerhin muss ich ihn ja nicht mitnehmen, ne? Ich habe meine Superwaffe parat. Außen geht's hier wieder ab in Duisburg. Der Feierabendverkehr. Oh nee! Ja, Feuer ausgebrochen, wenn der Rufzustand des Schiffs auf Null sinkt. Ja, ja, ich weiß. Greife Feuerlöscher auf dem Kriegsschiff und Wassertanks aus der Stadt. Sie zu löschen? What the fuck? Nee, das will ich gar nicht. Ich will die einfach nur töten hier, die ganzen Spacken. Wo haben wir denn hier einen Feuerlöscher? Keine Ahnung. Ja, ja. Da ist ein Feuerlöscher. Nice. Was mache ich jetzt? What the fuck? Okay, alles klar. Gut. Oh Gott. Piep. Zerreichen Berichte über Brände in Wendezentrum. Erst das Kriegsschiff, jetzt die Stadt. Ja, super. Seekatze, du musst in die Stadt und die Brände löschen. Zivilisten und die Stadt haben Priorität. Aber ich kann das Kriegsschiff doch nicht einfach brennen lassen. Stellen Sie mich nicht vor die Wahl. Ich werde alles tun, um Sie und die Stadt zu retten. Alter, bleib doch mal geschmeidig, ey. Es brennt. Ach was. Danke für den Hinweis. Ja. Das hier ist so ein Wassergedöns, ne? Oder? Also eigentlich, ich muss sagen, eine geile Mission, weil es halt was komplett anderes jetzt mal ist, ne? Aber es ist halt auch nicht so einfach. Da haben wir noch... Oh, da haben wir ganz schön viele Wassertürme. Nice. Die Frage ist, kommen denn immer neue Brände auch zurück, oder... Ah, so, okay. Das Schiff brennt jetzt erstmal nicht mehr. Ich hab bewusst gesagt, erstmal. Weil ich denke mal, es wird sich gleich wieder ändern. Nein! Nein! Ich wollte dich nicht kaputt machen. Ich brauch dich doch. Käse, ey. So. Ha! Geil. Ja, der Krieger hat ja auf jeden Fall sowas von der Beförderung verdient, ne? Hup. Zup. Kann sein, dass das Schiff brennt, aber es ist da hinten das andere Ding. Der Riesentorbogen oder was auch immer das sein soll. Nummer 2. Okay, da. Man, glücklicherweise kann man die Brände echt sehr, sehr gut erkennen. Oh, ah, guck mal, da oben sind ja noch ganz viele Wassertürme. Nicht kaputt gehen? Dankeschön. So. Wunderbar. Weitere Feuer gemeldet? Warum? Ach, okay. Jetzt auf dem Schiff. Alles klar. Nein! Stopp. Bin gleich bei dir, Schiff. Keine Sorge. Nein! Sind noch heile? Ich glaube nicht, ne? Ja, super, ey. Geil. Das macht Bock. Ja! Bleib cool. Aber habe ich mit meiner Vermutung auf jeden Fall richtig gelegen. Das ist natürlich nur eine temporäre Geschichte, weil die vorher hier aus waren. Hat jemand hier vielleicht mal die Feuerlöscherweise nachgefüllt? Man kann ja mal gucken. Nein, natürlich nicht. Ist klar. Okay, mir tut das Feuer auch weh. Das wollte ich natürlich nur mal testen, kurz. Okay. So. Ich hoffe, wenn wir die Stadt fertig haben, dass wir uns dann in Anführungsstrichen nur noch um das Schiff kümmern müssen. Wäre sehr, sehr nice. So, eins haben wir noch in der Stadt. Zack. Okay, Start ist gelöscht und jetzt nur noch das Schiff. Ja, bleibt cool. Bisschen Energie haben wir ja noch, ne? Also, ich würde auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das würde mich jetzt hier nicht stressen.
Brandschutzturm wurden beschädigt. Ach so, wegen 10.000 und weniger Energie wahrscheinlich, ne? Wer liegt denn hier oben? Feuer? Wie kann das hier brennen? Wer ist das? Wer macht das? So, dankeschön. Wäre vielleicht doch nicht so clever hier mit meiner Reihenfolge, die ich gemacht habe, dass ich jetzt unbedingt erstmal die Stadt retten wollte. Wieso weitere Feuer? Hör auf! Okay. Brauchen wir noch mal ein bisschen Wasser hier, bitte. Da ist noch was, okay. Da ist noch was, eher. So. Okay. Die hatten wir auch schon mal. Well. Anstrengend, wirklich. Das ist wirklich anstrengend. So. Da müssen wir jetzt erstmal Ruhe im Puff haben danach, ne? Wo hat Feuer? Da hinten, okay. So. Das ist das letzte Feuer. Jetzt nur noch die Navy. Es ist mir egal, dass die Regierung sie einfangen will. Ich kann nicht zulassen, dass sie die Stadt zerstören. Okay. Mal hier weggehen. Oh, schön hier die Flunern zerstören natürlich. Wichtig. Wen haben wir dann noch? Wo ist da noch einer? Ach, so ein fetter. Oh nee. Natürlich mit denen zum Schluss aufgehoben, ey. Die kann man so geil mit der Fähigkeit vernichten, ne? Aber ich hab's leider nicht hinbekommen, weil ich zu doof war. Und jetzt mir wieder die Flügel die ganze Zeit auf den Sack gehen. Ja, die muss eigentlich nur vom richtigen Winkel anfliegen. Uah. Hätte ich ausweichen können. Ja, hat hervorragend funktioniert. Ich hasse diese Dinger echt. Danke. Ich bin auch einfach zu müßig. Es ist mit. Oder doch, es ist, ich bin zu faul. Zu faul, kann man wirklich sagen. Dem auszuweichen. Weil ich denke, wenn ich da schon mal so eine geile Linie jetzt gerade habe, dann ziehe ich durch. So. Fertig. Dankeschön. Das war das letzte Navy. So muss es sein. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch einen Part machen soll. Wenn Dialog kommt. Ja, kommt einer. Gut, machen wir nochmal einen kurzen Cut und... Ja, ein Part mache ich heute noch. Können wir vielleicht dann nochmal kurz in die Story-Mission reinkommen, weil ich denke mal, hier sind wir jetzt fast durch. Also, bis dann. Tschüss.